Hallo, hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hearthstone. Heute wieder eine nette kleine Arena-Runde. So, letztes Mal haben wir eine Niederlage erlitten, aber das ist okay, dafür haben wir auch wieder Sieger errungen. Wir sind mittlerweile bei 5 Siegen und einer Niederlage. Das ist ja meistens der Wendepunkt gewesen. Bisher den Arena-Runden. Hoffen wir, dass es diesmal nicht so sein wird. Und lass uns gleich mal loslegen. So. Was war das? Ich habe mich gestreckt. Ja, ich strecke mich auf sehr eigenartige Art. Ja. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich selber sehr eigenartig bin. So, aber meine Eigenartigkeit unterstützt nur meine Professionalität bei Hearthstone. Das macht sehr viel Sinn. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Und wir haben eine okay Hand. Die halte ich und den nicht. So, vielleicht kriegen wir was Besseres. Eindeutig. Ich finde die Hand geil. Ich finde die Hand sogar richtig geil. Lass uns hier. Oh, Alter. Die Hand wird nicht schlechter. Das ist eine sehr friesige Hand. Melde mich zum Dienst. Total eingefriest hier. Und er kann schon mal nicht viel machen. Tja, wir spammen das Feld voll. 1, 2, 3. Legt euch nicht mit Zauber an. Okay. Wir legen uns nicht mit dir an. Wir könnten. Oh ne, machen wir so. Und zack. Ja, so behalte ich das mal. Solange sie ein Life haben, sind sie noch wertvoll, unsere Einheiten. Ja. Machen wir das so, oder? Warte, drei. Ah, 3, 6, nee, so, doch müssen wir so Wir machen. müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ah, den da. Und dann machen wir es so. Ohohohoho. Dieser Diener hat bereits angelegt, danke. Haben wir gleich Ronin bekommen. Ich würde sagen, Ronin in Runde 4 ist sehr gut. Das Feld in Runde 4 ist sehr gut. Wir sind in der Arena, Leute, und wir haben ein riesiges Feld. Krass. Wow. Und das nur, weil wir den auch noch, also nicht nur, weil wir den bekommen haben, aber er ist ein wichtiger Teil davon gewesen. Melde mich zum Dienst. Ja. So. Und ja, ich würde sagen, unser Siegesmarsch geht weiter. Ja, zack, Gold. Ich habe Welchen gelauert, Zauber werden was wir ihr braucht. Oh, hier. Gerne. Ich hoffe, mein Feld wird jetzt nicht auf magische Weise explodieren. Dann können wir ein Bedief machen und haben das alles nochmal auf der Hand. Ja, haben wir. Oh, warte, er ist ja schon tot. Egal. Schon mal 7. 13er tot. Toll, da brauchen wir ja gar nichts weiter spielen. Eine schnelle Runde. Eine fucking schnelle Runde war das. Okay. Wir haben 6 Siege, Leute. Wow, 6 Siege. Und hier, wir haben, naja, nicht so viel Zauber gewirkt. Ja, ich würde sagen, das lief gut. Wow. Unser Deck hat gerade krass abgeräumt. Und damit haben wir, glaube ich, wieder einen kleinen Rekord in unserer in unseren Arena-Runden Aufnahmen. Das heißt, ich hatte, glaube ich, noch nie 6 Siege in einer Aufnahme. Wow. Rekord. Okay. Uah. Was wird jetzt abgehen? Das ist auch eine okay Hand. Das Einzige, was ich nicht unbedingt will, ist die Karte im Moment. Okay, jetzt haben wir den 9er auf der Hand.
Da haben wir wohl 9 Runden lang eine tote Karte. Aber wir haben wieder Zombie Joe. Und der ist super. Und in Runde 3 haben wir den, also wir können Runde 1, wir können schießen und wir können den spielen. Im Prinzip haben wir also gute Karten auf der Hand. Oh. Und jetzt haben wir auch noch eine Spinne. Wow, das Deck mag mich. Ah, echt alt. Wir haben bisher einmal verloren. Einmal hatten wir eine richtig schlechte Hand und haben auch verloren. Aber diesmal. Wir haben auch wieder den Drachen für die Drachen-Engine. Wow. Oh. Damit können wir auch einiges anstellen. Jetzt ist die Frage, wollen wir Zombie Joe opfern? Wollen wir die Spinne zum 2-3er machen oder wollen wir Zombie Joe zum 3-4er machen? Wir müssen den Sonnenbrunnen läuten. Ja, 3-4 klingt gut. Dann überlebt er. Und überleben ist gut, Leute. Jede Kreatur, die überlebt, kann einmal mehr was zerstören. Leider zerstört er jetzt auch was. Ah, traurig, traurig. So. Aber wir räumen ja natürlich schnell auf hier. Da mit dem 3-3er. Da muss er jetzt auch nochmal Duan vorbei. Mal sehen, was er machen wird. Er hat bestimmt einige gute Karten im Deck. Er ist immer ein Paladin-Deck. Und er hat auch 6 Siege. Steht 6-1 wie wir, wahrscheinlich. Puh, und hat sich richtig hart durchgekämpft. Ja, nicht so wie wir. Wir haben uns relativ leicht durchgekämpft. Oder? Oder? Ah, doch, wir hatten ein paar schwerere Spiele dabei. Und eins, was wir... Haben wir das relativ schnell verloren? Ah, ich weiß nicht mehr genau. Wir wurden wegdominiert, glaube ich. So, jetzt sind wir in einer Situation, wo wir gerade nicht mehr viel machen können. Ja, komm, hier auch rein. So. Gut, jetzt sind wir. Jetzt haben wir natürlich den gelackt und konnten deswegen noch was machen. Was okay war. 2-3, da können wir gerade wirklich gar nichts machen. Oh, das ist jetzt gut. So. Weil jetzt ist er angefahren, er kann nicht mehr angreifen. Wir können ihn mit unserem 3-5er penetrieren. Theoretisch. Also das ist, dass ich den gezogen habe, war gut. Sehr gut. Und dass wir den Drachen auf der Hand haben. Leider hat er tatsächlich Consecration. Ah, da haut er mit seinem Helden hier rein. Vielleicht ziehen wir den Piraten. Nee, schade. Dann so. Zumindest haben wir die eine Detroit-Karte bisher nicht benötigt. Und die wird uns demnächst dienlich sein. Glaube ich. Okay, jetzt macht er seine Viecher alles stärker. Wo soll das mal alles hinführen? Hm, 5, 6. Karte ziehen wir schon geil, aber ich glaube, wir machen das erstmal so. Wenn er reinrennt, ist der 6-6er tot. Ein 2-2er. Verdammt! Der Typ hat wirklich ein gutes Deck. Okay. Krasser Zug, würde ich sagen. Ah, das war ein Fehler. Aber wir hätten das sonst nicht machen können in dem Zug. Ups, sein Feld ist aber auf jeden Fall wieder weg. Ja, das geht schnell hier. Mal kurz im Auge rumkratzen, das juckt gerade. Oh Gott, die Auge. Wow, es ist gerade hin und her, Leute. Und das gefällt mir sehr gut. Ja, er zieht Karten. Wow, was geht hier ab? Dieser Paladin hat einige Karten gezogen schon, ne? Wieder ein 2-2er, ja.
Den 2-2er will ich nicht einfach so vernichten, oder? Doch, ja. Hätten wir jetzt lieber festgehen sollen? Ah, Mann, ich weiß es nicht genau. Ja, was haben wir denn? 7-7er? Der ist okay. Jetzt zerstört er... Oh! Okay, kriegen wir nicht mehr die Arkan-Geschütze hier. Okay, wir könnten jetzt 3 Karten einfach ziehen. Den zerstören wir definitiv. Na warte, wenn wir den 9-7er spielen, wird er den... Er hat tatsächlich hier... Das habe ich nicht gesehen. Na gut. Würde ich sagen, wir spielen den. Schießen darauf. Schießen darauf. Töten den. Er hatte Eule gehabt, deswegen. Er hatte die Eule und durch die Eule hatte er dann taunt. So. Aber egal. Ist passiert. Wow. Haben wir erledigt. Seid ihr für das hier bereit? Vielleicht. Wir können jetzt für 6 Mana drauf schießen. Wenn wir das wollten. Will ich aber gerade irgendwie nicht, oder? Also wenn wir das machen, haben wir noch 4 Mana. Wir können den spielen, plus den. Ja, nee. Ja, das Problem, jetzt stirbt er eben. Das ist ein dickes Problem. Obwohl, der stirbt dann auch nächste Runde. Okay. Kraken against Kraken. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, ich würde sagen, den töten wir durch was anderes außer durch Kraken. Da machen wir 2 Schaden, könnten wir. Machen wir so und so. Puh, der ist eingefroren. Nächste Runde ist er tot, wenn er überleben sollte. Was der Plan ist. Ja. Okay, er überlebt. Er überlebt, er ist zerstört und den... zerstören wir dann wahrscheinlich auch. Ist gerade besser. Und dann rufen wir unser Feld noch herbei. So. So sieht's gerade aus, Leute. Wir haben bisher überlebt. Wir sind nahezu am Ende unseres Decks hier beiden. Wow. Und wir betteln uns so hart, wie es nur geht. Und er hat immer noch sehr viele große Karten. Jung. Ja, das können wir aber auch zerstören. Ja, der kommt spät. Ja. Müssen wir so machen. Noch haben wir das Feldvorteil. Wir haben alles auf dem Feld, was wir auf der Hand haben im Prinzip. Ja. Okay. Wow, da kann jede Runde eben so ein Rekrut machen. Okay, wir können den jede Runde abschießen. Ist das nicht so wichtig? Der ist sehr gut, gerade von oben. Okay, ich würde sagen, so ein Maxner ist sehr gut. Wie regeln wir das jetzt? Der drauf, abschießen. So. Wir könnten den jetzt auch noch, aber irgendwie habe ich da keine Lust zu. So, machen wir das. Und wir haben noch Maxler, der alles zerstören kann. Okay. Müssen wir auch, wie es aussieht. Ja, zieh eine Karte. Läuft. Wir können den... Können wir den im Moment zerstören? Ne. 3, 5, 6, 7. Ne? Unmöglich. Aber wir können die beiden ausspielen. Können den kaputt schießen. Können da so am Angreifen und gehen face. So läuft es nämlich, Leute. Mit ihm haben wir die Kontrolle wieder. Wir können auch erstmal alles reinjagen, ich weiß auch nicht. 3, 6, 8, 9, 11 Schaden. Ah, der Morlock-Ritter muss natürlich jetzt sein. Ah. Mal sehen, was kommen wird. Oh, noch einer. Okay, der ist auch sehr gut.
was ihr braucht. Ja, ich glaube, ich nehme Dinner. Wow, damit habe ich nicht mal mehr gerechnet, dass das passieren kann. Hab vergessen, dass wir den auf dem Feld haben. Okay. Läuft. Und ich glaube, wir haben noch zweimal. Wir haben zweimal die Karte ausgespielt, die 3 Schaden macht. Heißt, wir müssten zweimal 6 Schaden auf dem Dings haben. 8, 9, 10, 11. Ja. Gut gespielt. Überlasst es. Ein harter Sieg, würde ich sagen. Wow. Danke, danke. Wir haben 7 Siege, Leute. Wir haben 7 Siege. What? Wow. Das läuft, das Deck. Vielleicht noch eine Runde. Und wir hatten diesmal einen richtig harten Kampf. Ein Hin und Her die ganze Zeit. Aber wir hatten letztlich Karten, die uns helfen, das alles zu kontrollieren, Leute. Wir haben alles immer erledigen können. Und das ist wichtig gewesen. Wow. Ich habe das beste Deck jeweils gekraftet in meinem Leben. Beste Arena-Deck, was ich hatte, glaube ich. 7-1. Schauen wir mal, was jetzt abgeht. Wir kämpfen gegen sehr viele Utas. Muss ich mal andeuten hier, ansagen. Ja, die ist zu teuer, tut mir leid. Ah, schade, dass wir die Kombo nie hatten. Okay, ich glaube, ich werde die Coin. Ich grüße euch. Hallo. Ist es dasselbe wie gerade eben vielleicht? Nee. Okay, wir können jetzt. Können wir jetzt irgendwas? Ja, natürlich. Können wir die jetzt einfach? Wir können den coinen, oder? Wir können den. Weil der stirbt zumindest nicht. Nö. Und im Notfall können wir die Heldenfähigkeit nutzen, so wie er es gerade macht. Toll. Müssen wir jetzt sogar machen, oder? Ah, nee, theoretisch nicht. Geil. Und dann spielen wir die einfach aus. Statt dass wir die Heldenfähigkeit nutzen, so wie er. Dann spielen wir den oder den, je nachdem, was er macht. Okay, er hat keine Waffe gehabt. Ja. Sehr nervig, der Typ. Aber egal, jetzt werde ich die Heldenfähigkeit mal nutzen. Weil das hatte gerade Sinn, ihm eine Karte einfach so zu zerstören. Und egal, was er hat, also wenn er irgendwas mit 3 Angriff hat, können wir den auch zerstören. Oder auf die Art. Machen wir das nämlich so. Und machen dem 2 Schaden. Und jetzt entweder greift er, zerstört er ihn, oder wir zerstören ihn mit unserer Fackel. Egal was passiert, er ist weg. Und der Kleine ja auch. Außer gibt ihm Gottesschild. Da doch, dann ist er auch weg. Das hat er gut gemacht. Aber nichtsdestotrotz werden wir ihn wegballern. Ja, hier. Und nächste Runde spielen wir den. Der ist sehr gut. Um das Feld wieder zu kontrollieren. Weil im Moment sind wir ein bisschen im Hintertreffen. Ja, wegen sowas zum Beispiel ist die jetzt nicht sehr gut war. Okay, da müssen wir jetzt anders reagieren. Ja. Ich würde sagen, wir müssen den spielen, oder? Aber der hat Kombination. Wir können auch hier machen, wie gesagt. Das wären dann 4 Vierer. Und dann müsste er einmal damit rein. Dann hätten wir nächste Runde 5 Mana. Können wir nicht viel machen mit. Scheint mir ja doch am besten zu sein, den 6-6er zu spielen. Auch wenn wir jetzt ziemlich viel Schaden kriegen können. Und wir das Feld im Moment immer noch nicht handeln. Okay. Das sieht nach einem Loss aus, Leute. Das sieht so nach einem Loss aus. 5-6er. Wow. Und da geht nur Face aber.
Allerdings, doch, wir zerstören den. Oh, das ist eine harte Entscheidung. 5 Angriff bringt uns auch wieder nicht viel. Wir können den zerstören. Müssen wir auf jeden Fall. Und dann müssen wir schauen, dass der... Oder wir spielen den plus den und zerschießen. Ja, wir zerschießen können wir nichts. Also wenn wir den nicht zerstören, sind das 4, 6, 9 Schaden. Genau, tot. Okay. Wenn wir den zerstören, 3, 5, 7, 9, ja, alleine dadurch. Das kann ich nicht zulassen. Wenn wir den beschwören, wartet. 7. Okay, das können wir auch nicht. Wir sind tot, Leute. Egal, was wir machen, wir sind tot. Er muss der muss nämlich auch gehen und das schaffen wir nicht. Schade. Der tötet uns. Wir hätten den auch töten müssen, quasi. Aber dann hätte er sein Feld wieder aufgebufft und dann hätten wir einen Zug später verloren. Leider. Leider lief das gerade nicht gut. Aber egal, wir haben noch eine Runde. Der Typ hat einfach zu sehr das Feld dominiert. Da konnten wir nicht viel machen. Hätte doch den 3-2er zu Anfang spielen müssen. Und dann den 2-3er. Dann hätten wir das vielleicht nicht so ausgeartet. Dann wäre der 2-3er auch gestorben. Aber wir hätten ein Feld gehabt. Ja, darauf kannst du Gift nehmen. Ja, siehst du? Jaina weiß es. 1-2-3 ist eine gute Curve. Schauen wir mal, was daraus wird. Da ist unser Pirat. Das erste Mal, das zweite Mal, dass wir den sehen. Das heißt, wenn wir jetzt auch die Kanone ziehen, können wir in Runde 7 2 Schaden ballern. Eigentlich ist das jetzt keine gute Idee, den zu spielen. Aber ich habe keinen anderen Zug und wir können den sowieso nicht. Also wird er den jetzt angreifen. Wäre für ihn besser zumindest. Ja, ja. Schade. Aber wir hätten einfach den auch machen können, aber das ist mir jetzt egal. Wir haben einen Curve noch. Kann sein, dass er jede Runde jetzt meine Karten hier dominiert. Er kann jede Runde was machen, das nervt. Machen wir trotzdem so. Ja, es ist alles so schlecht. Ein 3-5er hat er gecoint. Ja, das war gut. Das war absolut gut von ihm. Haha, WTF, okay. Wir sind bei 5, so töten wir beides. Zack, fällt weg. Leider kein Drachen mehr. Aber das war ein guter Turn 5. Alter, willst du mich verarschen hier? Schauen wir mal, was wir hier tun. Ich glaube, der ist im Moment am besten. Wir haben viele Geheimnisse. Oh, so contesten wir zumindest sein Feld. Aber es sieht wieder nicht sehr gut aus, muss ich zugeben. Hätten wir den nehmen sollen? Ja, vielleicht. Ah, schade, 7 Siege. Aber ist immerhin schon mal sehr gut, dass wir 7 Siege errungen haben. Weiter, wenn wir nicht weiterkommen, obwohl wir noch einige Zauber im Deck haben, könnten die auch mal ziehen. Würde mir sehr helfen. Aber der spielt aber sehr gut auch am Curve. Besser als ich am Curve. Er hat die High-Quality-Monster, wie den da eben. Da kommen wir nicht so leicht gegen an. Ja, okay. Seht ihr? Ist gerade irgendwie unmöglich zu gewinnen, auf die Art. Ja, 7-4, der wird auch zerschmettert. Da spielen wir eben noch ein paar kleine. So. Wir kriegen den auf jeden Fall tot, aber zu hohen Kosten.
zu sehr hohen Kosten, Leute. Dr. Boom! Ha, natürlich! Und an 7, Dr. Boom. Oh Gott. Okay, das wird katastrophal, Leute. Das wird so katastrophal. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll jetzt. Wir können den spielen, dann stirbt er durch sowas und die Bombe quasi. Dann wäre er nicht tot. Wenn wir jetzt so einen spielen, wartet, was zerstört er ihn damit? Ja, komm. Glaubt, er ist immer noch besser. Auch wenn er ihn mit dem und vielleicht einem Boombot zerstören kann. Oder vielleicht nur Boombot. Ist unsere Antwort auf Dr. Boom, auch wenn er Dr. Boom nicht erreicht. Wir können Dr. Boom noch viel Schaden extra machen mit unserer Krake. Es ist okay. Wir hatten die so, wir hatten so eine gute Curve, aber er hat aber zu viel Qualität in seinen Karten. Das ist unglaublich. Ja, nächste Runde kriegen wir nochmal sehr harten Schaden. Aber wir haben schon mal den weg. Und haben jetzt auch eine krasse Kreatur auf dem Feld. So. Muss er contesten oder uns einfach töten. Bitte nicht noch ein Zauber, Alter. Really? Einfrieren, so. Ja, wir sind tot, Leute, deswegen wahrscheinlich. Also, wir können den einfrieren. Alter, was der alles hat! Ja, wir sind tot. Oh, vielleicht ziehen wir noch was Gutes. Frieren, einfrieren, irgendwas. Wow. Okay, gegen Dr. Boom haben wir einfach verloren, Leute. Wow. Aber einer, die krasseste Legendary aber mal gehabt. Wir hatten auch eine Legendary, natürlich eine gute Legendary. Leider haben wir verloren. Der letzte Part dieser Arena-Runde. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem Deck gewesen. Wir haben einiges machen können Gutes. Letztlich haben wir am Ende leider verloren. Aber wir sollten einiges... Oh, wir haben unser Geld zurückbekommen. Wir haben quasi das hier umsonst bekommen. Yay. War jetzt trotzdem schlecht gedroppt. Normalerweise kriegt man Plus dadurch. Aber okay. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir noch was Schönes hier. Nach der Arena-Runde noch was Schönes... Naja, scheinbar nicht. Ah, immerhin. Den hatte ich, glaube nur einmal bisher. Und wir haben den jetzt in Episch. Das heißt, ich kann den sehr gut wegmachen. So. Kankhaus haben wir in 8 Stunden, Leute. Das bedeutet, ich werde nächstes Mal wahrscheinlich entweder Kartenchaos oder wir werden Solo-Abenteuer spielen. Weil wir genug Geld haben. Und dann, ha, hoffe ich, dass wir eine bestimmte... Hoffe ich, dass wir, nachdem ich dieses Abenteuer durchstanden habe, nämlich das hier, der Schwarzfels, die Schwarzfels-Spitze, danach hoffe ich, dass die Schamanen, nee, Quatsch, die Hexenmeister-Dings hier freigeschalten wird. Weil dann, Leute, habe ich mein Deck komplettiert. Okay, vielen Dank erstmal, bis zum nächsten Mal. Freut mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, weil euch die Folge gefallen hat. Ein Däumchen würde mich freuen. Ihr dürft gerne das Video teilen, würde mir sehr helfen. Und abonnieren würde mir auch sehr helfen. Also, bis, das hier ist Donnerstags gelaufen, also bis Freitag. Tschüssi.